Mein Name ist Katrin Hilbrich, ich arbeite hier am Ferdinand-Braun-Institut im Bereich der Aufbau- und Verbindungstechnik. Bin selbst ausgebildete Mikrotechnologin und habe danach noch das Studium zur Mikrosystemtechnik abgeschlossen und bin hier auch Ausbilderin. Das Ferdinand-Braun-Institut gibt es schon nach der Wendezeit. Wir stellen hauptsächlich 3-5-Halbleiter her, die wir selber prozessieren, Laser, UV-LEDs vom sichtbaren bis nicht sichtbaren Bereich. Es gibt 250 Mitarbeiter, ich glaube 150 Mitarbeiter sind wissenschaftliche Mitarbeiter. Man kann hier sein Studium quasi, die Bachelorarbeit, das Masterstudium schreiben und auch promovieren, also die Doktorarbeit schreiben. Mikrotechnologen stellen am Ferdinand-Braun-Institut insbesondere die Halbleiterchips her. Diese werden dann hier auch in der Aufbau- und Verbindungstechnik verpackt, sprich man muss die auf einen Zwischenträger packen, verlöten, drahtbonden, um sie nachher zu messen. Der Mikrotechnologe sollte mindestens den MSA-Abschluss haben, besser noch Abitur oder auch als Studienabbrecher kann er diesen Beruf ausüben. Er sollte sehr technikaffin sein und sich für den naturwissenschaftlichen Bereich interessieren, sprich für Mathe, Chemie und Physik. Ja, bei uns sind die Inhalte der Ausbildung relativ weit gestreut, sodass man wirklich in jeder einzelnen Abteilung seinen Betreuer an die Hand bekommt. Der Ausbilder selber, wenn er in der jeweiligen Abteilung ist, natürlich auch ein Auge mit drauf hat und den jeweiligen dann mit ausbildet. Theoretischer Teil ist bei uns in der Berufsschule. Die Mikrotechnologen haben zweimal oder einmal die Woche Berufsschule. Ansonsten sind sie am Institut und werden dort sehr praxisnah ausgebildet. Natürlich braucht man auch einen theoretischen Anteil, aber der Praxisteil wird eher hochgeschrieben. Die Arbeitszeiten sind recht unterschiedlich, es wechselt von Abteilung zu Abteilung. Es gibt auch ein Schichtsystem, ein Zweischichtsystem. In anderen Abteilungen hat man eine Gleitzeit, da muss man von 9 bis 14.30 Uhr anwesend sein und die Wochenarbeitszeit beträgt in der Regel 39 Stunden die Woche. Wenn man als Mikrotechnologe sich noch gerne weiterentwickeln möchte, kann man eine Technikerweiterbildung machen oder man kann auch das Studium der Mikrosystemtechnik oder auch anderweitig in Elektrotechnik, Maschinenbau Richtung einschlagen. Und dann kann man als Ingenieur quasi weiterarbeiten. In dem Beruf des Mikrotechnologen ist leider das Frauen-Männer-Verhältnis nicht so ausgeglichen. Es gibt immer noch mehr Männer. Wir freuen uns auf jeden Fall über weibliche Bewerbung. Besonders Spaß an diesem Beruf macht mir, dass es so vielseitig ist, man wirklich in verschiedene Bereiche reingucken kann und man aus kleinsten Teilen wirklich was fertigt, wo hinten heraus auch wirklich was rauskommt.